läuft die Aufnahme wieder. Okay. Was wolltest du sagen? Pausieren kannst du das Spiel mit Select, falls es mal nötig sein sollte. Ah, okay, alles klar. Ja, wir spielen Goof Troop und habe ich es gerade pausiert eigentlich? Ich habe es bei mir pausiert. Ach so, okay. Ich konnte mich nicht bewegen. Wir spielen Goof Troop und sind aktuell in Welt 2. Und da geht's jetzt weiter. Genau. Ah ja, jetzt. Ach, ich nicht mit WASD laufen. Hilfe, jetzt hätte ich fast... keine Safe-Sets hier setzen. Vor allem nicht laden, das wäre jetzt schlecht. So, Achtung. So, ich spann mal meine Harpune. Ja. Und wir müssen zurück. Oh. Das ist ja gemein. Das heißt, man muss dann jetzt noch eine holen. Jetzt müssen wir nämlich hier rein und uns die andere Harpune holen. Ah. Alles hier, man braucht alles. Das ist ja... Ja. Ja, wow. Da habe ich schon den Stärkeren und dann verfehle ich. Das ist natürlich auch... nicht so gut. Ja gut, ich brauche den Schlüssel. Deswegen... passt das? Ich gönne mir mal so... Genau. Und wieder raus. Genau, hier sind wir fertig. Yay. Ach, wenigstens sie sind kaputt geblieben. Mhm. Wenn schon die anderen Gegner immer respawnen. So. Und jetzt? Ja, so, und das Ziel ist da oben die Tür, also. Zack. Ah. Wenn man erst das Seil spannt. Achso, dann ist da drüben noch eine, okay. Hier oben gibt's noch eine, ja. Ja, alles klar. Vorsicht, die können rollen und sind gefährlich. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Und wir können sie nicht mal kaputt machen. Nein. Wie gemein. Ups. Ich versuche hier bald zu stunnen. Ich hab nicht drauf... Wow! Ach so, ich habe keine Herzen... Ach so, ich verstehe. Ich dachte, ich habe jetzt wieder volle Energie, aber die... Ja, ja, okay. Ich sehe immer das Problem. Wir müssen hier nur noch durch. Das ist die letzte Hürde. Nein! Das Problem ist ja nur, dass ich den Schlüssel habe, sonst könntest du ja einfach durch. Wir tauschen. Ist, glaube ich, besser. Ja. Dann bin ich dabei. Dann müssen wir hier nur noch mal eben die Typen loswerden. Ja. Damit wir in aller Ruhe zu der Schaufel kommen. Dubdi-dum. Ja, das war einfach das Problem, weil ich keine Energie mehr hatte. Mhm. Nimm die Harpune? Genau. Dubdum. Kann man eigentlich runterfallen, oder? Ja. Ach, auch noch. Jetzt bin ich die ganze Zeit so sicher gelaufen, weil ich gehofft habe, dass man nicht runterfallen kann. Jetzt sagst du, man kann da runterfallen. Hilfe. Ich lauf durch. Bleib du am besten einfach vorne, weil die werden sonst tödlich für dich. Achtung! Ach so, man kann ja einfach in die Lücken... Oh, wow. Okay. So ist es gedacht, ja. Und zum Boss. Oh Gott, ein riesiger Baumstumpf. Gleich werde ich dir etwas einheizen. Na dann heiz mal. Ich werf mal. Vielleicht bringt's ja was. Achtung, ausweichen. Ja. Was passiert, wenn ich alle Leben verliere? Dürfen wir dann von vorne das Level spielen? Ja. Also das Level von vorne. Okay. Ich glaube, wir kriegen das hin. Sehe ich auch so. Oh. Pass auf! Ein Leben habe ich ja noch, selbst wenn er mich trifft. Alles gut. Hier! Und das war's. Jawohl. Er ist besiegt. Sehr schön.
Ja, 25 Minuten für zwei Level. Hm? So, jetzt drücke ich nichts. Ich drücke gar nichts. Ich will den Text lesen. Und gucken, was für tolle Grammatik. Oh, wow, das war ein langer Text. Okay. Die Musik kennst du schon. Die war in einem der Hacks drin, die du gespielt hast, wo du dich über die Musik gewundert hast. Ja! Oh, die war auch so gut. Die stammt aus diesem Level hier. Achtung! Das war, glaube ich, irgend so ein Geisterhaus. Ja. Oh. Das meine ich mit, du kannst runterfallen. Aufpassen. Ich habe das Gefühl, wir gehen in dieser Welt Game Over. Wenn ich nicht dringend Energie habe. Okay. Schauen wir mal. Ich habe ein Herz. Das ist schon mal viel wert. Nimm du dir mal das extra Leben hier. Noch ein Herz. Oh ja. Ich werde mir mal die Kerze nehmen. Ja. Was die Kerze macht, wirst du gleich auch noch sehen. Wahrscheinlich Feuer irgendwo. Nicht also ganz. Nicht Feuer, aber halt irgendwas anleuchten. Uah! So eine Art. Oder es ist irgendwo dunkel oder sowas. Ja, oder sie vertreibt Geister, von mir aus auch das. Nee, das nicht, aber die Geister kannst du durch normale Krüge attackieren. Gut. Das ist typisch für Geister. Dieser Raum verbirgt ein Secret. Findest du's? Bestimmt. Und zu spät. Was? Hier oben, das Ding kann man kaputt werfen. Ach. Da ist sogar ein Riss in dem einen Spiegel. Genau. Boah, der Sound, Hilfe. Oh, dann der Sound. Fertig. Sound, hör auf damit. Oh mein Gott. Das hörst du gerade gar nicht, oder? Doch, ich hab's teilweise auch, wenn das Sound mal hängt, wenn okay. Du Zeit. Oh, das hört gar nicht mehr auf gerade. Ich muss mal, warte mal ganz kurz. Ich muss mal hier, so, ich glaube jetzt ist es weg, wenn ich wieder starte. Okay, dann starte. Sekunde. Ich muss nur wieder den richtigen hier, so. Nein, es ist nicht. Okay, wir kriegen das weg gleich, irgendwann. Wir brauchen einfach mehr andere Sounds, die das überlappen. Ah, danke. Du hast uns gerettet. Achso, die muss man das einfach alle einmal gedrückt haben. Genau, nur mit den Stacheln aufpassen, die tun weh. Ja, das, Kannst du die Harpune auch nehmen, wenn du möchtest? Ja. Sehr gerne. Genau, das macht die Kerze. Oh, du hast einen viel größeren Kringel wie ich. Radius. Genau, das ist wegen der Kerze. Wie gemein. Ich kenne das Labyrinth.de. Ich nehme die Schaufel. Ja. Warte. Zack. Schon ist mein Kreis wieder kleiner. Ach ja, okay. Hier runter. Hier unten liegt noch was. Genau. Noch eine Schaufel. Hm. Wirst doch gleich sehen, warum. Oh mein Gott. Das ist das letzte Schaufelgebiet. Im Spiel. Na dann, hauen wir mal rein. Gut, da wäre es natürlich Glück, wenn ich mir auch noch eine Schaufel holen würde eigentlich, aber... Ach was. Ich meine, du schaufelst an sich ja zweimal so schnell wie ich, deswegen... Ach ja. Hol dir. Du hast nötiger als ich und ich weiß, wie das Level hier noch wird. Ja, dann gehen wir doch nicht Game Over. Zumindest vorerst nicht. Keine Sorge, Game Over hier zu kriegen ist sowieso ziemlich schwer, finde ich. Ja, wir waren kurz vorher davor mit meinem einen Leben, was ich übrig hatte. Und na gut, du hattest zwei Leben, die Null zählt ja mit, von der war da sogar drei. Ach, die Null zählt, ah, okay. Die Null zählt mit, also so knapp war es gar nicht. Okay, na dann. Das war halt zumindest die blöde Situation, dass ich mich nie treffen lassen durfte, weil ich keine Herzen hatte. Mhm. Ich dachte, man bekommt wieder Herzen, wenn man stirbt, aber... Mhm. Nope.
Hier bekommt man die nur, wenn man Sachen sammelt. Du bist quasi direkt wieder auf der Abschussliste. Aber ist es dann nicht sogar besser, man lässt sozusagen die 6 Herzen bei dem 6. Leben, anstatt es auf das 7. Leben aufzustocken? Wenn du 9 Leben hast, dann wird aufgestockt. Also das Maximum sind 9 Leben und 6 Herzen. Ah, okay, dann kannst du aufs 10. nicht mehr kommen. Genau. Ja, hab jetzt eben nur bei dem 7. mir gerade gedacht, dass das eigentlich gar nicht so gut war, auf das 7. zu gehen, wenn es jetzt fertig gewesen wäre, theoretisch. Aber man kann ja sowieso immer wieder in diesen Raum reingehen, sehe ich das richtig? Du kannst, aber es bringt nichts, weil die Felder bleiben gebuddelt. Ah, okay. Wenn ich mich noch richtig erinnere, bleiben die Felder gebuddelt. Ich verstehe. Ja gut, das wäre sonst auch ein bisschen komisch. Eben. So, und wir können weiter. Aber jetzt habe ich im Prinzip wieder keine Herzen, oder? Das heißt, ich darf mich nicht treffen lassen. Genau so sieht's aus. Okay. Was dann denn mal? Au. Naja, gut. Weg ist er. Oh. Da kommen wir noch hin. Yo, natürlich nicht. Huch, ach so. Da war einer schneller. So, ich guck mal, ob ich durchkomme. Siehst du da links in der Mauer das von mir aufgemachte? Ja. Da müssen wir rein. Oder können wir rein? Oh, ich kann ihn nicht stunnen. Die kannst du nicht stunnen. Wie gemein. Die sind nicht stunnbar. So. Du darfst. Ah. Und wieder raus. Das war nur eine kleine Bonuskammer. Ich verstehe. Ach so, wir kommen eh da unten raus, okay. Genau. Umso besser. Und weiter geht's. Hier ist es nur die Kanone. Ja, mach du mal. Das Lustige, selbst hierbei braucht Goofy weniger Treffer als Max. Also weniger Schläge. Obwohl ja die Bomben theoretisch den gleichen Schaden machen sollten. Genau. Fuck, so. Logik. So, zack. Sehr gut. So. Ah ja, ich sehe schon. Den hole ich mir den Schlüssel. Weil wir können ja nicht springen. Genau. Oh ja, yeah, dieser Sound. Durch. Ich liebe es. Oh ja, noch ein neuer Sound. Oh mein Gott. Aber es geht dann meistens weg, wenn irgendwelche Gegner getroffen werden. Mhm. Ah. Aufpassen. So. Sehr gut. Das sieht jetzt so einfach aus. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Für die folgenden Räume. Ich hol mir die Harpune mal nicht. In welcher Reihenfolge müssen sie hier gedrückt werden, die Bodenschalter? Also sind die Kartendinger da, die Bodenschalter? Genau. Und die müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden, damit die Tür sich öffnet. Okay. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir einen Hinweis bekommen hätten, wie man die drücken soll. Genau, das ist das Problem. Das ist hier Trial and Error. Weil, na toll.
Ich sag mal so, in der englischen Version ist es hier leichter. Da wird hier nämlich stehen Open über diese Bodenschalter verteilt. Das hast du hier aber nicht in der deutschen Version. Aber du siehst ja, sie bleiben an, wenn sie richtig sind. Ach so, ja gut, naja, das geht dann ja. Ja, das war klar. Genau. Und die haben jetzt dich wahrscheinlich gleich wieder lieb, aber du kommst da relativ schnell durch. Oh, die machen gar nichts. Gleiches Spiel. Ja, es war so klar. Yay. Und durch. Genau. Oh mein Gott, der Sound. Ah, okay. Ah. Kurz, die Roten können Blöcke zurückschmeißen. Oh, wie gemein. Da aufpassen. Yo, das ist wieder der Typ. Wow, lass mich in Ruhe. Genau. Na. Gut geworden. Hol dir ruhig den Schlüssel. Gut so, wir müssen aber noch einmal kurz raus. Wir brauchen nämlich von draußen die Harpune noch. So. Sehr gut. Ah ja. Wir sind gleich beim Boss. Dauert nicht mehr lange. Schwupps. Genau. Voll von Zelda geklaut. So. Schließ ruhig auf. Ach, ich habe eine ja. Ja, Moment, aber wenn wir jetzt gar nichts haben, dann nehme ich mir die Kerzen mit. Okay. So. Wäre ja Quatsch, die liegen zu lassen. Ja. Bäh. Bäh. Au. Deswegen in dem Raum die Hände immer oben halten. Okay. Wo habe ich meine ganzen... Für alle Fälle. Habe ich meine ganzen Herzen eigentlich gelassen? Huch. Oder so. So geht's auf natürlich auch. So. GG. Hilfe! Komme schon, vielleicht. Irgendwann. Hilfe! So. Ich bin raus. Oh, wie nett. Und wir sind durch. Boss Time! Juhu! Rui, wer kommt uns denn da besuchen? Willst du etwa mit uns spielen? Nee, eigentlich nicht. Kein Problem. Das Spiel heißt Lauf um dein Leben. Lass den Roten bitte leben anfangs. Also erstmal nur auf den Blauen gehen. Du siehst gleich, du siehst den Grund. Okay, und mit den Roten müssen wir die Blauen abschießen, oder was? Nee, das ist egal. Ach so. Nur die blauen Schüsse sind komplizierter, weil du siehst, sie prallen ab. Ja, okay. Beim Roten ist es leichter, die Schüsse aufzunehmen. I see. Ansonsten ist es nur ausweichen und treffen.
Yo, what? No! So, und jetzt können wir noch auf den roten gehen. Okay. Wie spielt man das Spiel alleine? Wie man es alleine spielt? Ja, ich meine, du brauchst bisher schon eigentlich auf den zweiten Spieler angewiesen irgendwie. Wenn du es alleine spielst, hast du zwei Items. Ach so. Also dann hast du zwei Item-Slots und kannst halt dann beide Items nach Belieben benutzen. Und die Bosse sind wahrscheinlich etwas schwächer. Die sind genauso. Oh, okay. Bei den Bossen gibt es keinen Unterschied. Die sind genauso. Ist halt einfach nur, dass du halt zwei Items dann benutzen kannst. Okay. Aber natürlich macht es mehr Spaß zu zweit, ist ja klar. Ja, aber ich meine, jetzt hier zum Beispiel ist es ja schon praktisch, wenn wir beide angreifen können. Das richtig, dann geht's schneller. Ja. Ah. Oh, das war's schon. Sehr schön. Gut. Haben wir wieder ein gutes Partende. Wir sind nämlich wieder bei 20 Minuten. Damit sind wir schon bei insgesamt knapp 40 Minuten und sind nach Level 3. Also wir kommen jetzt in Level 4. Danke fürs Zuschauen. Genau. Nächstes Mal dann Level 4 und na wahrscheinlich noch nicht Level 5. Ich denke mal, Level 4 wird uns auch 20 Minuten kosten. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Und tschüss. Bis dann. Ciao.